Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Vor 8 Jahren erlebte ich was Großartiges in meiner Französischklasse, eine 8. Klasse. 2 Schüler hielten die Stunde. Im Ablauf hat mir was gestört. Deshalb wollte ich eine typische Lehrerfrage stellen. Der eine Schüler sah mich an und sagte, Frau Schulan, heute sind wir dran. Das war ein Schock für mich. Große Stille in der Klasse. Das war tatsächlich eine großartige Erkenntnis für mich. Schenke den Schülerinnen und Schülern dein Vertrauen. Stelle ehrliche Fragen. Sie regeln die Unsicherheiten selbst. Diese ehrliche Äußerung des Schülers war für meine Entwicklung wertvoll. Im Lernen-durch-Lehren-Modus bin ich nicht die traditionelle Lehrkraft. Ich bin auch Lernende, begleite meine Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess, beziehungsweise wir unterstützen uns gegenseitig auf unserem Lernweg. Das ist für mich die Definition von Lernen durch Lernen. Es geht um ein neues Rollenverständnis für Lernende und für Lehrende. Das Unterrichten von Peer zu Peer steht immer im Mittelpunkt, wird von mir als Lehrkraft begleitet und strukturiert. Ich werde Lernen durch Lernen in diesem Video übrigens immer mit LDL abkürzen.